Hallo, liebe Deutschlernende. Ich habe schon über den Wundermorgen gesprochen, the Miracle Morning. Das ist die Idee, dass man die ersten 60 Minuten des Tages in sich selbst investiert, indem man 6 verschiedene Aktivitäten macht, die einem dabei helfen, einen produktiven und effektiveren und glücklicheren Tag zu haben. Heute möchte ich dir eine Idee vorstellen, die das Potenzial hat, eine genauso große Idee zu werden. Und ich denke, sie hat auch das Potenzial, den Tag genauso zu verändern wie der Wundermorgen. Also ich kann The Miracle Morning von Hal Elrod nur empfehlen. Ich empfehle das Buch zum Beispiel auch bei meinen Zeitmanagement-Tipps. AuthenticGermanLearning.com/Zeit. Ja, da empfehle ich zum Beispiel dieses Buch. Und heute möchte ich dir aber die Wunder-Wiedergabeliste vorstellen. Was ist die Wunder-Wiedergabeliste? Nun, es ist die Idee, dass man all die tollen Ideen sammelt, die man so hört. Ja, hört zum Beispiel, ja, es ist gut, dankbar zu sein, oder man hört auch ganz viele inspirierende Zitate und all sowas. Und der erste Schritt ist, diese Zitate zu sammeln, diese Ideen zu sammeln. Ja, immer wenn dir eine tolle Idee begegnet, ja, immer wenn du etwas liest, was dich sehr inspiriert, oder wenn du einen Gedanken bekommst, bei dem du denkst, ja, das muss ich mir merken. Das ist sehr wichtig. Das ist eine sehr inspirierende Wahrheit. Ja, dann sammelst du diese, du schreibst sie dir alle auf und dann lädst du dir ein Programm runter, wie zum Beispiel Audacity, sodass du deine Stimme aufnehmen kannst. Ja? Du liest all diese Zitate, all diese Gedanken, liest du vor, und dann hast du MP3-Dateien von dir, wie du immer nur kurz, ein paar Sekunden lang, ein bestimmtes Zitat vorliest. Ja? Und dann hast du ganz viele Tondateien, ja, ganz viele Audiodateien. Bei mir waren es 60, ja, also ich habe 60 Gedanken gesammelt und 16 kurze Tracks, einfach nur wie ich einen inspirierenden Gedanken vorlese. Und diese habe ich in eine Wiedergabeliste gemacht und dann sage ich, okay, spiel diese Wiedergabeliste zufällig ab. Das mache ich zweimal am Tag. Ja? Zweimal am Tag höre ich mir für 10 bis 15 Minuten diese Gedanken an. Und es ist ganz zufällig, welcher Track kommt. Und es ist sehr inspirierend. Es ist sehr inspirierend. Ich habe noch ein bisschen Musik hinzugefügt in die Wiedergabeliste, sodass ich ab und zu auch kurz Musik habe, die mich inspiriert. Und ja, es ist wirklich eine Wunder-Wiedergabeliste. Ja, The Miracle Playlist. Vielleicht sollte ich auch ein Buch schreiben. The Miracle Playlist, die Wunder-Wiedergabeliste. Ja? Aber die Idee ist wirklich, ein paar Songs und der Rest sind inspirierende Gedanken, die von mir selbst vorgelesen wurden. Ja? Ich kann mir vorstellen, ein paar von euch wollen die Dateien von mir haben. Das kann ich machen. Das mache ich auch in der Akademie. Ja? Also ich arbeite gerade sehr fleißig an der Authentic German Learning Academy und Meditationsdateien und wie gesagt auch die Wunder-Wiedergabeliste wird ein Teil der Akademie sein. Bis dahin, und vielleicht ist das sogar auch gut, ich will die nicht vergleichen, aber es hat beides Vor- und Nachteile. Also es hat Vorteile, wenn du das selber machst, weil dann sind das Gedanken, die du dir selber ausgesucht hast. Und wenn ich dir dann die Dateien gebe in der Akademie, die ich gemacht habe, dann hörst du das Ganze auf Deutsch.
Ja, und du bekommst dann auch Inspiration, die ich recherchiert habe. Ja? Das ist der Gedanke für heute, die Wunder-Wiedergabeliste. Ich bin interessant, was du denkst. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich darüber spreche. Und ich denke wirklich, diese Idee hat enormes Potenzial. Und wie gesagt, ich werde wahrscheinlich, ja, also ich glaube, ich werde ein Buch darüber schreiben. Ja, wenn Hal Elrod ein Buch darüber schreiben kann, dass man 60 Minuten des Tages in sich selbst investieren sollte am Morgen, dann kann ich auch ein Buch über die Wunderwiedergabeliste schreiben. Aber das ist in der Zukunft. Jetzt kümmere ich mich um die Authentic German Academy, Authentic German Learning Academy. Und ja, die Türen werden sich wahrscheinlich im Dezember öffnen oder im Januar. Die Türen der Akademie öffnen sich im Januar, höchstwahrscheinlich. Oder im Dezember. Ich versuche es im Dezember zu schaffen. Und dann kannst du der Akademie beitreten und ein Deutschgelehrter werden, sozusagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.